Mein Name ist André Ahrens von Koipon. Hallo liebe Teichfreunde, das hier ist eine Zinkregenrinne. Heute hatten wir einen Post, Regenwasser in den Teich, ja oder nein? Selbstverständlich darf Regenwasser in den Teich. Lässt sich ja gar nicht vermeiden. Ein anderer hat beantwortet, ja, da muss ich ein Dach drüber spannen. Das ist natürlich Quatsch. Wir haben sogar die letzten Tage viel Starkregen gehabt. Das spielt für so einen Teich überhaupt keine Rolle. Wenn ihr aber generell euren Teich nur mit Regenwasser speisen wollt, das heißt, ihr habt an eurer Regenrinne einen Regentonnensammler angeschlossen, das geht natürlich nicht, weil an dieser Stelle spült ihr sämtlichen Dreck, diverse Blütenpollen, reiner Dünger und alles, was an Umwelt auf eurem Dach sich gesammelt hat, Dieselstaub, ganz brandaktuelles Thema, all das spült ihr auf einen Schlag in euren Teich und das ist natürlich völlig daneben. Da können wir nur ganz, ganz ernst davon abraten. Womöglich habt ihr wie hier diese Zinkregenrinne, denn werden noch Salze reingespült. Also Leute, Finger weg. Das Wasser könnt ihr zum Gartengießen nehmen, aber diese Regensammlertonnen niemals an den Teich anschließen. Mehr Schaden könnt ihr auf den Schlag gar nicht anrichten. Dankeschön. Wir hoffen, dieses Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und gebt fleißig Kommentare ein.